Es gibt so Berichte, dass die South China Morning Post, diese in Hongkong ansässige Qualitätszeitung, offenkundig einen zumindest vorläufigen Waffenstillstand im Handelskrieg und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, es ist wohl so, dass Xi Jinping darauf beharrt hat, es gibt nur ein Treffen, wenn du, lieber Donald, erstmal nicht weitere Zölle erheben wirst, sonst brauchen wir uns gar nicht in Osaka beim G20-Gipfel treffen. Inzwischen ist bekannt geworden, wann das Treffen stattfindet, nämlich um 2:45 oder 2:35 GMT, also Greenwich Middle European Time. Das ist also mitten in der Nacht, etwa 4:30 morgens in der Nacht von Freitag auf Samstag. Da wird man sich unterhalten und Donald Trump hat ja gestern wieder mal gesagt, ja, China needs the deal so badly, also China braucht und will diesen Deal so unbedingt. Die Frage ist dann nur, warum bemüht sich Donald Trump so ungemein, Xi Jinping zu treffen? Denn das ist unwidersprochen, dass es Trump respektive die Amerikaner waren, die unbedingt dieses Treffen in Osaka haben wollten. Also das ist mal wieder so eine typische Taktik von Donald Trump. Man unterstellte den anderen das eigene Motiv, wie für Donald Trump vielleicht insgesamt das Ganze so eine Art sozialdarwinistischer Kampf ist, entweder ich schikaniere dich oder du schikanierst mich, also schikaniere ich lieber dich als andersrum, sozusagen das Recht des Stärkeren, wer stärker ist, der kann den anderen rumschubsen. Und jetzt haben die Amerikaner gemerkt, die Chinesen wollten sich nicht so rumschubsen lassen, indem sie irgendein Dokument unterschreiben, das praktisch ein Unterwerfungsdokument gewesen wäre. Dementsprechend wird die Sache jetzt schwierig. Jetzt hat Trump gestern gesagt, naja, Diebstahl geistigen Eigentums, dieser Schutz geistigen Eigentums, all das muss drin sein. Die Forderungen sind relativ hoch. Immerhin jetzt dieser Kompromiss erstmal zu sagen, wir werden nicht unmittelbar danach neue Zölle anheben. Gestern hatte Trump ja auch gesagt, 10% könnten es auch sein für die neuen Zölle statt 25%. Klar, man hat dann immer ein Drohpotenzial, wenn man nochmal die Zölle weiter erheben kann. Aber das ist ja erstmal vom Tisch. Jetzt ist die Frage, beide Seiten werden, so heißt es in der South China Morning Post, um Ihnen diese herrliche Eintracht auch mal zu zeigen im Bild hier, Xi und Donald. Jetzt heißt es in der South China Morning Post unter Berufung auf Insider, dass beide Seiten ein Statement vorbereiten, im Vorfeld des Gipfels, und da wird man natürlich wieder sehr genau hinschauen, was schreiben denn die und was schreiben denn die, denn das letzte Mal beim G20-Treffen in Argentinien, Buenos Aires, da war es ja so, dass bestimmte Passagen bei den Amerikanern vorkamen, bei den Chinesen zum Beispiel nicht, etwa die Käufe landwirtschaftlicher Produkte, etwa die Frist von 90 Tagen, all das schien in diesem Statement der Chinesen gar nicht auf, während die Amerikaner einiges hatten, was die Chinesen nicht hatten. Also es ist wieder mal so eine Art, kann man sagen, Hermeneutik dessen, was da passiert. Also eine Textinterpretation, was ist bei dem drin, beim anderen nicht. Das wird dann auf uns zukommen. Die asiatischen Märkte jedenfalls haben sich erstmal gefreut, dass jetzt dieser Hammer, dieser neue Hammer in Gestalt neuer Zölle jetzt erst einmal vom Tisch ist. Gibt es da eine Frist? Das wird die Frage sein. Wird Trump also sagen, ja, 3 Monate Zeit oder 6 Monate, dann hätten wir ja die Gelegenheit, immer wieder zu behaupten, wie Steve Mnuchin gestern, dass der Deal schon zu 90% fertig sei. Inzwischen hat das CNBC übrigens diese Aussage von Mnuchin korrigiert und gesagt, nicht is completed, also der Deal is completed, sondern was completed, also der war zu 90% fertig, nicht ist zu 90% fertig, das nur am Rande, aber da sind viele Milliarden und vielleicht sogar Billionen in dieser Aufwärtsbewegung über den Tisch gegangen gestern, weil ein Redakteur statt was is hier in die Meldung eingefügt hat, das ist die Börse. Schauen wir uns die Daten heute an, die zu erwarten sind. Wir haben die Verbraucherpreise aus Deutschland, dann das US-BIP, erstes Quartal. Letzte Schätzung wird niemand mehr hinter dem Ofen hervorholen, aber dann die anstehenden Hausverkäufe, nachdem die Immobiliendaten wieder schlechter werden, werden die Verkäufe neuer Häuser, die katastrophal eingebrochen sind in den letzten Monaten. Insgesamt kann man sagen, dass die Daten in den USA immer schlechter werden. Wir haben hier den City Economic City Surprise Index, also den Überraschungsindex, den Index, der anzeigt, wie stark die reinkommenden Daten von der Erwartung abweichen. Und wir sehen, da sind wir fast auf den Tiefs von 2011. Da haben wir hier noch eine Unterstützung, wenn man so will. Aber die US-Daten sind schlecht. Und die Fed hat aber gesagt, ja, diese 0,5% Zinssenkung, die ihr euch fantasiert habt, ihr lieben Märkte,
die wird nicht kommen. Das hat selbst James Ballard, der Zinssenkungsfanatiker und ein optimaler Kandidat, auch physiognomisch sicherlich sehr Donald Trump irgendwie ähnlich, der hat gesagt, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Schauen wir uns mal an, was die Märkte insgesamt derzeit hier treiben, und dann sehen wir, dass die Positionierung in Cash so gering ist wie seit der Lehman-Krise nicht mehr, weil alle Welt in Banken, in Anleihen investiert ist, eben auch in Aktienmärkten. Das ist jetzt sozusagen ein Niveau, das langsam interessant wird. Wir kamen hier aus der Finanzkrise auf etwa ähnlichem Niveau, und dann ging ja die Party los, die hier dann diesen Höhenflug ermöglicht hat an den Märkten. Aber wir haben gewisse Widersprüche eben auch an diesen Märkten. Das will ich Ihnen hier mal zeigen. Ein Post hier von Sven Henrik, der zeigt, das ist der S&P 500, respektive der Spider, das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Dann haben wir den Tran, das ist der Dow Jones Transport Index, IVM. Ist ein ETF auf den Russell 2000, also auf die US-Nebenwerte, und BKX ist ein ETF auf die Banken. Und wir sehen, dass die Abweichung zwischen S&P 500 und allen anderen sehr, sehr massiv ist. Was ist da nicht okay? Das ist die Fragestellung, denn in der Vergangenheit war es stets so, dass wenn diese Dinge so weit auseinanderlaufen, dann eben auch der hohen Höhenflieger irgendwann korrigieren muss. Gehen wir rein in die Charts, startend mit dem S&P 500. Wir sind gestern dann auf Tagestief im Grunde nochmal rausgegangen. Jetzt im asiatischen Handel, durch den Bericht der South China Morning Post, so muss es heißen, gehen wir wieder etwas nach oben. Das hilft auch natürlich dem Dow Jones, der aktuell bei 26.591 Punkten handelt, obwohl Boeing neue Probleme hat. Hier hat man offenkundig ein neues Dilemma entdeckt, wo nicht klar ist bei den 737 Max, ob das durch Software-Updates behoben werden kann oder ein mechanisches Problem ist. Wenn es ein mechanisches Problem ist, dann können Sie die ganzen Flugzeuge wegschmeißen sozusagen. Wir haben den DAX, der sich besonders freut, dass dieser temporäre Waffenstillstand hier geschlossen wurde, 12.286, die Insider berichten aber auch, es ist alles jederzeit möglich, jede Änderung ist drin, gerade wenn es sich um Donald Trump handelt, das ist natürlich wahr. Wir haben den Euro-Dollar, der jetzt weiter abperlt, hier an dieser Unterstützung sich aufhält, 1.1350. Wir haben Gold, das wieder ein bisschen zurückkommt, 1.406, und wir haben das amerikanische Crude Oil, das sich derzeit bei $59.08 bewegt. Also, temporäre Hoffnung. Damit ist eigentlich schon das Beste aus dem Gipfel rausgeholt, kann man sagen, dass die Zölle nicht sofort kommen werden, die zusätzlichen Zölle. Es gibt dann vielleicht ein paar schöne Bilder, und Trump wird dann sagen, das ist ja sein allerbester Freund, ist der Xi Jinping. Fragt sich nur, warum bezahlt man seinen allerbesten Freund und warum will man so maßgeblich dieses Treffen haben seitens der Trump-Administration, während die Chinesen Bedingungen stellen, auf die Trump dann eingeht. Die chinesische Presse jedenfalls ist nach wie vor nicht besonders freundlich zu den Amerikanern, sodass als Ergebnis im besten Fall eine weitere Hängepartie zu erwarten ist. Ich wünsche jetzt einen guten Start und hoffentlich keine Hängepartie für Sie in diesem Tag. Alles Gute, bis dann, Servus und Ciao.